Danke, Herr Präsident. Werte Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren von den Fernsehgeräten. Ja, also Frau Kollegin Schwarz, ganz kurz auf Sie muss ich schon replizieren. Ich meine, diese Rede, die Sie jetzt gerade gehalten haben, war in etwa so schräg wie Ihre Pressekonferenz vor 2 Wochen, wo Sie erklärt haben, es braucht keine HD mehr in der ÖVP-Zentrale. Sie sehen schon alles geschreddert und vernichtet. Ich meine, ganz ehrlich, Frau Kollegin, Sie stellen sich hierher, es geht heute tatsächlich um einen Misstrauensantrag gegen den Kollegen Blümel. Es geht auch darum, was wusste Blümel eigentlich von all diesen Macheleukes, die da stattgefunden haben. Was wusste der Finanzminister Blümel denn eigentlich darüber, was seit 2016 in dieser österreichischen Volkspartei passiert ist? Jetzt gestehe ich Ihnen zu, Sie haben davon keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Sie Familie sind, aber vielleicht kann der Herr Finanzminister seinen Familienbegriff einmal genauer erläutern. Also Sie sind es wahrscheinlich nicht so viel, haben wir mitbekommen, sonst wären Sie ein bisschen besser informiert und müssten jetzt nicht hier irgendwas über Psychotherapie erzählen. Das hat nämlich mit dem Gegenstand hier überhaupt nichts zu tun. Aber Herr Finanzminister, Sie sind ja heute sozusagen der Mittelpunkt dieser Debatte. Sie sind jetzt Finanzminister, aber Sie hatten eine ganz entscheidende Rolle zwischen 2017 und 2019. Da waren Sie nämlich Medienminister. Und die Aufgabe eines Medienministers ist es nun einmal, Kontakt mit Medienhäusern zu halten. Und das tun Sie ja auch jetzt noch. Es gibt ja von mir auch eine parlamentarische Anfrage. Während Sie die Leute im Lockdown eingesperrt haben, ist der jetzige Finanzminister, der frühere Medienminister, eingeladen worden bei einem Medienhaus, um die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Da hat man dann viel Spaß gehabt. Da hat man dann auch noch Videos gepostet. Das mag alles sein, gehört aber nicht mehr zu Ihren Aufgaben als Finanzminister. Da haben Sie wahrscheinlich den Wechsel nicht ganz geschafft. Aber wenn Sie nach wie vor so viel Kontakt haben, ja, was wussten Sie denn eigentlich, Herr Blümel? Was haben Sie denn daraus gelernt aus dem Ganzen? Sie können mir doch nicht erklären, dass Sie als Finanzminister nichts mitbekommen haben. Noch dazu, wo wir ja wissen, wie eng Sie waren, wie eng Sie mit dem Thomas Schmidt verbunden sind. Das ist ja auch Ihr Chatpartner, der Ihnen die Bussi-Bussis hin und her schickt, wo Sie mit ihm ausgemacht haben, alles Mögliche, von dem Sie auch erfahren haben, schon bevor Sie noch Finanzminister waren, wie viel Geld er jetzt dem Außenminister zukommen lässt und was der mit diesem Geld machen könnte. Das werde ich jetzt nicht wiederholen, sonst kriege ich einen Ordnungsruf. Das sind Ihre flapsigen Wortmeldungen, das sei Ihnen unbenommen. Aber was haben Sie gewusst? Was wussten Sie? Das haben Sie nicht beantwortet. Und Sie beantworten eigentlich gar nichts, weil Sie haben heute in der dringlichen Anfrage, die Frage 35, und ich möchte es für die Zuseher wiederholen, weil es weiß ja keiner, was da steht. Da steht die Frage, wurden seit der Hausdurchsuchung letzte Woche am Donnerstag Akten vernichtet oder elektronische Daten des Kabinetts oder des Generalsekretariats gelöscht? Und wenn ja, welche und von wem? Und Sie sagen, dazu wissen Sie nicht, so können Sie nicht sagen, Sie haben keine Wahrnehmung. Ja, entschuldigen, was sind Sie für ein Finanzminister, der nicht einmal weiß, was in seinem eigenen Kabinett abläuft? Das ist ja ein Offenbarungseid. Und viel spannender ist auch noch die Frage 46. Herr Minister, ich frage mich schon, warum können Sie nicht einfach Nein sagen? Also ganz offensichtlich haben Sie diese Ausdrücke für Reinhard Mitterlehner auch verwendet. Und wissen Sie, das sind genau die wesentlichen Dinge. Das ist das, was den Österreichern eigentlich jetzt wirklich bis da oben steht. Sie setzen sich hierhin allglatt, als könnte Sie kein Wässerchen trüben. Sie erklären den Leuten, Sie haben von nichts eine Ahnung, Sie wissen von nichts. Sie sind ein Unschuldslamm, ein Opfer falscher Vorwürfe. Alle in der österreichischen Volkspartei sind immer Opfer falscher Vorwürfe. Aber die Schlinge, Herr Finanzminister, die sich um diese Volkspartei zieht, die wird enger. Denn nicht nur Sie sind Beschuldigter in einem Verfahren oder der ehemalige Bundeskanzler und ein irrsinnig großer Stab an Mitarbeitern. Nein, die gesamte Volkspartei wird als Beschuldigte geführt. Das darf man nicht vergessen. Die gesamte Volkspartei wird als Beschuldigte geführt, meine Damen und Herren. Und das hat schon auch einen Grund. Und da gibt es viele in den Reihen der Volkspartei, die eigentlich damit nichts zu tun haben wollen, für die Sie zur Belastung geworden sind. Und da würde ich es mir gut überlegen, Herr Finanzminister, wenn sich dann die stellvertretende Generalsekretärin vom beschuldigten Generalsekretär daherstellt und sagt, wir stehen hinter unserem Finanzminister. Vor 60 Stunden sind Sie auch noch hinter dem ehemaligen Bundeskanzler gestanden und 48 Stunden später war auch das vorbei. Also ich glaube, da sollten Sie sich vorsehen und vielleicht machen Sie es einmal dem Herrn Sebastian Kurz nach. Sie können ja auch Ihr Mandat wieder annehmen. Sie können ja auch in die Immunität flüchten, Herr Bundesminister Blümel, weil vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen. Aber während der neue Bundeskanzler hier gesprochen hat,
gab es bereits die erste Festnahme wegen Verdunkelungsgefahr. Und ich wäre mir an Ihrer Stelle nicht so sicher, wer denn die nächste Festnahme sein wird. Denken Sie darüber nach, Herr Bundesminister, und hören Sie auf mit Ihrer Überheblichkeit, sondern seien Sie endlich einmal kooperativ. Stellen Sie sich auch einmal dem Parlament den Fragen und geben Sie ehrliche Antworten und nicht immer dieses habe ich keine Wahrnehmung, kann mich nicht erinnern. Das glaubt Ihnen ohnehin kein Mensch mehr, Herr Finanzminister. Sie sind jedenfalls rücktrittsreif schon seit langem. Und dass die Grünen immer noch Ihnen sozusagen die Stange halten, das kann kein Mensch mehr in dieser Republik verstehen. Das müssen aber die Grünen mit ihren Wählerinnen und Wählern ausmachen. Und es wäre jetzt die Gelegenheit auch der Grünen gewesen, Sie gleich mitzuentsorgen, nämlich raus aus dieser Regierungstruppe, weil Sie dieser Regierung und dem Ansehen Österreichs tatsächlich genauso schaden wie der ehemalige Bundeskanzler. Applaus